Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Bahnhofsvorplatz, Teil komplexer Sanierungsmaßnahme. Steinfiguren zieren wieder Zwickaus Dom und Herbstvolksfest mit Abstand das Beste. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Tag aktuell vom Dienstag. Schon seit vielen Jahren ist das Erscheinungsbild des Zwickauer Bahnhofsvorplatzes Stein des Anstoßes bei den Zwickauern. Die Problematik brennt aber nicht nur den Bürgern unter den Nägeln. Auch im Zwickauer Stadtrat wird seit vielen Jahren darüber diskutiert. Nun kommt Bewegung in die ganze Sache. Dabei ist der Bahnhofsvorplatz nur ein Baustein. Geplant ist eine Komplexmaßnahme Bahnhofsvorplatz, Querverbindung Straßenbahn, Innenstadttangente. Die Grundlage dafür wurde im Grundsatzbeschluss aus dem Jahre 2016 gelegt. Um im Jahr der Landesausstellung Boom 500 Jahre Industriekultur in Sachsen den mit dem Zug ankommenden Gästen einen einigermaßen akzeptablen Bahnhofsvorplatz zeigen zu können, wurden 150.000 Euro aus dem Haushalt der Stadt dafür verwendet, um ein paar grundlegende Dinge in Ordnung zu bringen. Auf einem gemeinsamen Rundgang mit dem Tiefbauamtsleiter Thomas Pühn Anfang Mai diesen Jahres war klar, dass diese Maßnahmen auf längere Sicht gesehen noch lange nicht alles gewesen sein kann. Ziel ist es, den Platz grundhaft umzugestalten. Um die Medien auf den aktuellen Stand der Planungen zu bringen, fand am Freitag letzter Woche eine Zusammenkunft im Zwickauer Rathaus statt. Informiert wurde zunächst darüber, dass Ende 2023 endlich mit der seit rund 15 Jahren geplanten Umgestaltung des Zwickauer Bahnhofsvorplatzes begonnen werden soll. Diese Umgestaltung ist aber nur ein Baustein einer Komplexmaßnahme, welche darüber hinaus den Neubau der Querverbindung der Straßenbahn an die Werdauer Straße sowie den Bau der Innenstadt-Tangente zwischen Reichenbacher und Werdauer Straße beinhaltet. Wie der aktuelle Stand ist, erfuhren wir von Zwickaus Baubürgermeisterin. Ja, wir haben die Vorplanung nahezu zum Ende gebracht für die gesamte Maßnahme, also Umgestaltung Bahnhofsvorplatz mit Anbindung nach Marienthal. Wir wollen jetzt den nächsten Planungsschritt gehen bis zur Ausführungsplanung, wo dann also auch die Planungsdetails abgestimmt sind und der Haken dran gemacht ist. Diese Vorlage soll im Bauausschuss am 5. Oktober zur Abstimmung stehen und die Stadtverwaltung, die städtischen Verkehrsbetriebe und auch ich persönlich, wir haben im Sinne der Zwickauer uns auch Gedanken gemacht, wie die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes vorgezogen werden kann, dass wir diesen Bereich herausziehen. Und wir haben nach unserer gegenwärtigen Zeitplanung das so eingeschätzt, dass wir im Jahr 2023 mit der Ausschreibung der Bauleistungen für den Bahnhofsvorplatz beginnen können. Parallel haben wir uns auch schon Gedanken gemacht und Abstimmungen geführt im Hinblick auf die Finanzierung für die Fördermittel und uns auch darum gekümmert, dass es möglichst einfach wird, die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, dass wir hier kein sogenanntes Planfeststellungsverfahren brauchen, sondern den gewohnten Ablauf nehmen können, Planung, Ausschreibung, Bauen. Es wurden ja heute drei Projekte vorgestellt und da gibt es ja einen Favoriten, ne? Ja, es gibt die sogenannte Vorzugslösung, die hier auch von den drei beteiligten Partnern mit auch so herausgearbeitet wurde. Ich persönlich sehe es als sehr großen Vorzug, dass wir bei einem Havariefall oder bei sonstigen Störungen hier flexibel reagieren können. Ich möchte den Zwickauern so erklären, es reicht schon ein Falschparker auf der Bahnhofstraße und das ganze Netz würde laden.
zusammenliegen mit der Vorzugslösung, kann im Störungsfall die Bahn auch von Marienthal zum Hauptbahnhof und wieder zurück nach Marienthal. Wir können flexibel reagieren beim Weihnachtsmarkt, die Bahn nur von der Innenstadt zum Hauptbahnhof und wieder zurückfahren lassen. Es ist die Vorzugslösung auch deshalb, weil es einfacher geht, weil nicht das schwierige Planfeststellungsverfahren erforderlich ist. Es ist die Vorzugslösung, weil wir Grundstückseigentümer von allen Grundstücken dort sind, die wir benötigen. Das sind für mich drei gewichtige Punkte, warum ich auch persönlich dies so sehe. Aber die Zeitschiene ist trotzdem, wir müssen noch warten bis 2023. Die Mühlen mahlen halt so langsam. Ne? Also wir geben alles und auch auf Hochdruck. Wenn es ein halbes Jahr eher wird, ist die Freude groß. Das ist die gegenwärtige Zeitplanung und ich wünsche es mir auch und ich halte es auch für wichtig, dass wir dann auch hier mit einer Mehrheit von unseren Stadträten ausgestattet werden, dass wir so vorankommen können. Froh ist man auch seitens der städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau in die Planung des Projekts involviert zu sein. Genau, ist für uns ein wichtiges Thema. Wie bekommen wir die Menschen mobil in Zwickau? Wie bekommen wir insbesondere die Menschen mobil, die vom und zum Hauptbahnhof wollen, als Erschließung zum überregionalen und perspektivisch auch zum Fernverkehr? In dem Sinne sind wir sehr froh, dass in dieses wichtige Projekt Hauptbahnhof nun Bewegung reinkommt. Und wir freuen uns, dass unsere Ideen bezüglich der Vorzugsvariante hier auch ganz starken Eingang gefunden haben. Was sind denn nun aber genau die Vorteile der sogenannten Vorzugsvariante aus Sicht der SVZ? Die Vorzugsvariante zeichnet sich dadurch aus, dass wir einerseits wieder elektrisch zum Hauptbahnhof fahren, aber im Ereignisfall auch die Möglichkeit haben, aus Richtung Marienthal und aus Richtung Innenstadt in dieselbe Richtung zurückzuwenden. Das ist vor allem wichtig bei Störungen, natürlich auch bei Baumaßnahmen, dass wir hier eine gewisse Flexibilität haben und das Störungsausmaß gering halten können. Dafür haben wir gesagt, brauchen wir nur ein Gleis. Wir brauchen da oben keine Zweigleisigkeit, weil alle Bahnen gegen den Uhrzeigersinn da rumfahren, sich also auch nicht im Weg stehen. Und in dem Sinne sind wir sehr froh, dass es diese Vorzugsvariante nun gibt. Während des Medientermins fielen immer wieder Begriffe wie Komplexmaßnahme oder modulares Bauen. Das haben wir dann beim Leiter des Tiefbauamtes noch einmal genau hinterfragt. Also unter modularer Bauweise müssen sich die Zwickauer vorstellen, dass unser Ziel, unser größtes Ziel ist, den Bahnhofsvorplatz ohne großes Genehmigungsverfahren vorab zu realisieren. Das heißt, dass wir sozusagen das Planfeststellungsverfahren abkoppeln, also sprich Querspange Straßenbahn zur Werdauer Straße und Innenstadtagenda von der Reichenbacher Straße zur Werdauer Straße, dass ein Projekt für sich wird und die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes nach Möglichkeit vorgezogen wird. Das ist unser großes Ziel, damit man auch zeitnah sieht, hier tut sich was. Es ist ja trotzdem ein großes, deshalb heißt es ja auch ein großer Komplex, was da getan wird. Und das bedarf ja auch, wir haben es heute gehört, Zustimmung, Stadträte, es muss viel Geld in die Hand genommen werden. Wie wird es denn jetzt konkret angegangen? Wie ist der weitere Werdegang? Also wir haben ja gestern den Stadtrat über die Ergebnisse der Vorplanung informiert. Der nächste Schritt das ist, dass wir im Bauausschuss am 5. Oktober die Vergabe der weiteren Planungsleistungen beauftragen lassen wollen. Das ist die Leistungsphase 3 und die Leistungsphase 4, also Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Und wenn dieser Beschluss gefasst wird, dann geht es ganz konkret an die Weiterführung der Entwurfsplanung. Und das ist die Hauptarbeit dann für das Jahr 2021. Für die Neugestaltung des Zwickauer Bahnhofsvorplatzes wurden im Haushalt der Stadt 10 Millionen Euro eingeplant. Seitens der Stadt hofft man auf eine Förderung in Höhe von 65%. Sie sehen Wahlwerbung. Für den Inhalt sind die jeweiligen Parteien verantwortlich. Liebe Zwickauerinnen, liebe Zwickauer, am 20. September bitte ich Sie, mir Ihre Stimme zu geben. Ich möchte Ihre Oberbürgermeisterin werden, da ich weiß, wie sehr unsere Stadt am Beginn des neuen Jahrzehnts vor großen Herausforderungen steht. Ich kandidiere für uns alle, weil ich mich mit meinen fachlichen Kompetenzen und mit Herz für unsere Stadt motiviert einsetzen möchte und dass ich dies, wie Sie alle wissen, auch kann. Katrin Köhler. Sie kann, sie macht. Am 20. September wählen gehen und Zwickau mitgestalten.
Wenn man zu lange hier im System drin ist, kommt ein bisschen die Betriebsblindheit. Es fehlen so ein bisschen die Anknüpfungspunkte. Ich vergleiche das immer wieder mit einem Fußballtrainer. Das geht 4, 5 Jahre gut und irgendwann kommt eine Krise und man wechselt einen Trainer und komischerweise, obwohl er dieselben Spieler zur Verfügung hat, geht es dann irgendwie besser. Einfach weil neue Impulse von außen kommen, weil Inputs kommen, die noch nicht da waren und mal so ein Aha-Effekt entsteht. Und das, denke ich, würde Zwickau auch gut tun. Wir entscheiden heute sehr oft über Dinge, die Tragweiten haben von 20, 30, 40 Jahren. Es ist so interessant und spannend zu sein und Menschen für diese Stadt zu begeistern. Der Knackpunkt ist eben immer die Finanzierung und darüber streitet man sich. Und ich glaube, da wird man sicherlich mit vielen Stellen nach einer kreativen Lösung suchen müssen. Als Oberbürgermeisterin habe ich die Chance, Themen auf die politische Agenda zu heben, die in der Vergangenheit vernachlässigt wurden. Sie sahen Wahlwerbung. Für den Inhalt sind die jeweiligen Parteien verantwortlich. Am 15. September schauten viele Zwickauer am Dom immer wieder in die Höhe. Das hatte natürlich seinen Grund. Die restaurierten Steinfiguren kehrten nach 5 Jahren zu ihrem angestammten Platz zurück. 2015 wurden König Salomon, König David, Abraham und Hiob entfernt, als der Dom mit den Stützen gesichert werden musste. Sie wurden grundhaft saniert. Das ist jetzt der König Salomo. Die wurden restauriert, wo fehlende Stellen wieder ergänzt wurden. Und eine Schutzlasur wurde aufgebracht. Am Dienstag hieß es nun, die Figuren wieder an ihren sicheren Platz zu bringen. Auch für die Profis eine nicht ganz einfache Angelegenheit. Zwar sind die Figuren aus Stein, aber dennoch sind viele Teile relativ filigran und empfindlich. Das ist schon eine speziellere Aufgabe, einfach weil die Figur zerbrechlich ist und man die nicht so anhängen kann wie ein quadratisches Stück. So wurde König Salomon noch einmal kurz abgesetzt und neu verschnürt. Dann ging es hinauf in 12 Meter Höhe zu seinem alten Sockel. Die Arbeiten dauerten etwas länger als geplant, denn die Zwickauer waren neugierig. Die beiden Handwerker gaben freundlich und bereitwillig Auskunft. Zieren die Figuren wieder die Ostseite des Zwickauer Doms. Mit der erhaltenen Schutzlasur werden sie den Umwelteinflüssen hoffentlich eine lange Zeit trotzen. Werbung. Startschuss in die Bausaison. Baufachmesse Zwickau. 3 Tage lang informieren Sie regionale Aussteller auf 2000 Quadratmetern über das volle Spektrum Ihres Handwerks. Besondere Schwerpunkte in diesem Jahr sind die Themen Energie, Finanzierung und Sicherheit. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich informieren und inspirieren. Hier finden Sie für Ihr Projekt den passenden Handwerkspartner. Die Baufachmesse Zwickau ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sowie das Vortragsprogramm finden Sie im Internet unter www.zwickau-messe.de. Auf zu Waldjakobs Holz- und Bauernmarkt in Markneukirchen, Ortsteil Wohlhausen. Am 19. und 20. September auf dem Gelände der Waldjakobs Weihnachtswelt. Was wird geboten? Ein zünftiges Schlachtfest, Spießeirecken, Blasmusik, Markttreiben, Haarfester und Vorwader, Brennholzaktion, Karussell und Hüpfburg, Kutschfahrten, Hofladen und frisches Holzofenbrot, Kaffee und Kuchen, Schlachterplatte, Wildspezialitäten vom Grill und. Waldjakobs Holz- und Bauernmarkt am 19. und 20. September auf dem Gelände der Waldjakobs Weihnachtswelt. Thank you.
Breitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Mehr fürs Geld. Ihr Plus im Fachhandel. Jetzt Wohnfühlwochen. Hier finden Sie mehr Wohnideen fürs Geld und beste Beratung von Ihrem Garant-Fachhändler. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. Homecare Service Treitschke. Wir sind in Zeiten von Corona für Sie da und produzieren wiederverwendbare Nasen- und Gesichtsmasken. Alle weiteren Infos erfragen Sie bitte in unserer Zentrale. Homecare Service Treitschke. In Zeiten von Corona Ihr zuverlässiger Partner. Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich möchte heute präsentieren unser Zwickauer Produkt. Das ist eine Pflege- und Reinigungsmittel für Ihre Brille. Für Kunststoffgläser, entspiegelte Gläser, für alle Art Gläser entwickelt worden, ohne Alkohol, ohne Silikone, ohne Parfüm. Wer hat Interesse? Das geht ganz einfach. Wir sprühen von beiden Seiten und das machen wir nicht jeden Tag. Zweimal in der Woche, das reicht. Mit erster Kosmetiktuch bitte Belege abziehen, nicht reiben. Diese Fehler machen wir fast alle, weil dann reiben wir ganze Schmutz von einer Ecke in die andere. Belege bitte von einer Seite in die andere einfach abziehen. Und mit zweiter Kosmetiktuch bitte nicht vergessen, nachpolieren. Und bei Polieren merken Sie schon selber, Ihre Oberfläche von den Gläsern ganz glatt. Das heißt, alles was glatt, nimmt nicht so schnell Schmutz auf. Das heißt, Fett, Staub abweisend. Im Winter läuft nicht mehr an. Oder jetzt, wir tragen alle Maske zum Einkaufen, zum Besuch. Gläser bleiben immer super klar, beschlägt nicht. Und heute haben wir extra Preis gemacht. Das heißt, Sprühflasche vollgefüllt mit 30 ml drin und Nachfüllflasche mit 50 ml gefüllt, reicht für eine Brille gut ein Jahr. Kostet für Sie heute nicht jede Flasche 19,90 Euro, sonst ganze Set 19,90 Euro. Erhältlich in Connys Deko Studio in der Schumannstraße 8 und bei Lamirach City am Marienplatz 1 in Zwickau und im Kaufland Steinpleis. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Nein. Nein. Öfter mal abschalten. Der Citroën C5 Aircross SUV. Ab 199 Euro im Monat leasen. Citroën. Jetzt auch der Citroën C3 Aircross SUV. Ab 109 Euro im 0% Leasing. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Ein
Eine Branche sieht rot. Die Veranstaltungswirtschaft leidet nach wie vor stark unter den Einschränkungen durch Covid-19. Der Zwickauer Schaustellerverband sieht nun endlich wieder Licht am Ende des Tunnels. Das Zwickauer Herbstvolksfest darf stattfinden. Gemeinsam mit vielen bekannten Schaustellern aus Deutschland möchte man den Gästen vom 25. September bis zum 14. Oktober auf dem Platz der Völkerfreundschaft ein tolles Event bieten. An die lange Durststrecke erinnert sich Marco Walz nur ungern. Ja, also wir haben wirklich tatsächlich zum letzten Mal zum Weihnachtsmarkt Geld verdient und waren jetzt schon sehr reglementiert und eingeschränkt und sind natürlich umso glücklicher. Für viele Schausteller aus der Region und umliegend aus ganz Deutschland reisen die Schausteller zu unserem Herbstvolksfest an. Ist es die erste Veranstaltung, die Inbetriebnahme, und ich denke, das wird auch ein emotionaler Moment werden für viele. Richtig, denn genauso wie die Schausteller freuen sich natürlich auch die Menschen auf das Volksfest. Als man vor 6 Wochen in Plauen einen kleinen Sommerrummel veranstaltete, war die Freude groß bei den Besuchern. Also die Erfahrungen waren sehr gut, auch emotional, muss ich sagen. Und es hat funktioniert. Die Gäste sind zu uns gekommen, waren glücklich, wir waren glücklich. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und es gab auch keine Zwischenfälle. Die Leute haben sich auch an die Regelungen gehalten und so weiter. Und ja, wir hoffen mal, dass das in Zwickau auch alles so glatt abläuft. Aber wir haben ja vorgesorgt und sind natürlich auch bestrebt, alles einzuhalten, was uns aufgetragen wurde, um einen sicheren Festablauf oder einen gesunden Festablauf garantieren zu können. Der Vorstand erstellte ein Hygienekonzept. Die Schausteller möchten den Gästen ein möglichst unbeschwertes Fest bieten. Doch Corona komplett vergessen, das wird sicher nicht machbar sein. Die Zahl der Besucher ist auf 1.000 beschränkt. Wir haben Einlasskontrollen, Ein- und Ausgangssystem. Und Sicherheitsbedienstete, die unser Fest sonst bestreifen und bewachen, werden den Eingang regulieren und werden dann die Leute zählen. Und die müssen sich auch registrieren. Registrieren ja nicht mit kompletten Daten, sondern wir können unsere Leute einlassen. Die können ihre Telefonnummer, ihren Namen oder ihre E-Mail-Adresse hinterlassen oder sich am QR-Code scannen. Wir versuchen auch mit einer Vorregistrierung oder ich sag mal einer Voranmeldung Warteschlangen zu vermeiden. In Leipzig hat das die Herbstmesse jetzt geöffnet vor ein paar Tagen. Die hatten einen riesen Warteschlangen und wir lernen aus den, sag mal, Fehlern, die man machen kann, der anderen, um das bei uns natürlich besser machen zu können. Die Referenzveranstaltungen wie der Plauener Sommerrummel und das Ballonglühen in Reichenbach haben gezeigt, dass die Menschen durchaus vernünftig sind und auf Abstand achten. Ich selber habe jetzt einen Bierwagen betrieben, hatte da ganz große Angst ringsrum, wie ich das mache zum Ballonglühen. Habe da so eine Sperrkette an den Seiten aufgestellt und wir haben nur von vorn von 2 Seiten bedient. Super, wunderbar. Die Leute dankbar, die haben sich von allein hingestellt, den Abstand gehalten, das macht man ja selber auch schon. Jedes Ding hat 2 Seiten. Durch den Wegfall von vielen Festen haben Schausteller, die sonst immer ausgebucht waren, nun Zeit. Davon profitiert Zwickau. Ja, wir haben wunderbare Attraktionen. Wir haben ein 80 Meter hohes Kettenkarussell, genannt The Flyer. Das ist eine Attraktion, die wirklich nur in deutschlandweit eigentlich auf großen Veranstaltungen zu finden ist. Und ich würde sagen, da haben wir jetzt diesmal Glück. Im Unglück, dass wir diese Attraktion bei uns begrüßen dürfen. VMAX wird wieder mit dabei sein. 55 Meter hoch, 120 km/h schnell, 4G, Beschleunigungskraft. Und das haben wir auch schon mal da gehabt. Aber ich sage mal, der Flyer, darauf zieht sich unser Augenmerk. Großes Riesenrad. Also es wird in Zwickau eine wunderbare Skyline geben. 80 Meter, 35 Meter und 55 Meter werden das Stadtbild anders prägen für 2,5 Wochen. Noch nicht genug. Einen prominenten Überraschungsgast gibt es in diesem Jahr auch wieder. Genau, wir haben wieder einen FSV-Fantag mit einer Wette. Zu unserem Presserundgang auf dem Festplatz werden wir dann auch wahrscheinlich schon bekannt geben, um was es gehen wird. Es wird wieder ein großartiger Tag, hoffen wir. Es gibt 3 Familientage, 2 Musikfeuerwerke. Und das Ballonglühen wird auch wieder stattfinden. Das Zwickauer Herbstvolksfest wurde in diesem Jahr verlängert. Ja, da bedanken wir uns recht herzlich bei unserer wunderbaren Stadt und auch bei den Behörden. Wir haben da ein schönes Zusammenspiel und konnten eine 1/2 Woche verlängern, hätten gern länger gemacht, war aber nicht möglich, weil unser Festplatz belegt ist dann anderweitig. Aber wir sind glücklich über jeden Tag, den wir länger bleiben dürfen und wo wir versuchen können, wieder mal Volksfest zu erleben. Komödie.
Media Concept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Am vergangenen Samstag wurde im Sächsisch-Anhaltinischen die Rallye Bad Schmiedeberg ausgetragen. Die erste Rallye nach der Corona-Zwangspause war zugleich der verspätete Saisonstart für viele Teams und sogar zugelassenen Zuschauern. Julius Tannert konnte dabei seine WM-Erfahrung auf Schotter einbringen und zeigte seine Klasse. Er holte sich im Skoda Fabia Rallye 2 Evo mit knapp anderthalb Minuten Vorsprung den Gesamtsieg. Der Lichtentanner gewann 5 der 6 Wertungsprüfungen. Für Tannert war es zudem das Schotterdebüt im 300 PS starken Skoda mit Jan Enderle auf dem Beifahrersitz. Souveräner Zweiter wurde Philipp Geipel. 4 zweite Plätze, 1 dritter und eine WP-Bestzeit unterstreichen, dass auch er mit seinem Skoda Fabia R5 die Schotterpremiere hervorragend meistern konnte. Der Plauner verwies mit Co-Katrin Becker-Brucker mit knapp einer weiteren Minute Vorsprung die restliche Konkurrenz der starken Allradboliden und den Rest des Feldes. Nicht ins Ziel kamen die Zwickauer André Seltmann und Jens Ziegler sowie Frank Dietsch aus Netschkau. Hingegen gut platzieren konnten sich 2 Vogtländer. Als Bester beendete Bernd Knüpfer auf Opel Astra OPC mit Platz 7 die Rallye. Platz 13 ging an Jan Holbeck im Ford Fiesta R2. Der Mösner Rico Sonntag wurde in seinem Honda Civic CR 15. Auf Platz 26 fuhr Michael Gerber mit seinem Subaru Impreza GT. Alle Teams zollten den Organisatoren vom MSC Bad Schmiedeberg und den Behörden großes Lob, in dieser Zeit den Mut bewiesen zu haben, eine Rallye auch mit Zuschauern umzusetzen. Ein starkes, vorbildliches Zeichen. Werbung. Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Nur das Beste für zu Hause. Zurzeit ab 19,50 Euro im Monat. Denn wir geben den Mehrwertsteuervorteil weiter. Jetzt auf pure.com. Ich bin der Christian und ich finde das Hammer schon einfach auch Hammer. Und hier kann man mega viel trainieren und einfach auch geil hier. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Schickeria, die Szenebar im Herzen von Zwickau. Seit 6 Jahren die beste Adresse im wohl schmalsten Haus der Stadt. Hier treffen sich Genussmenschen und jene, die es werden wollen. Das Bar-Café lädt auf 2 Etagen im modernen Retro-Stil zum Verweilen ein. Ob Cocktail oder Kaffee mit hausgebackenem Kuchen, hier finden Sie das Richtige. Auch kleine, leckere Snacks sind im Angebot. Wenn die Sonne lacht, bekommen Sie das alles selbstverständlich auch gleich gegenüber im urigen Biergarten. Qualität und guter Service werden Sie begeistern. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der 3. Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. In wenigen Wochen beginnt mein neuer Job. Den Umzug habe ich schon selbst geregelt. Und der Verkauf unseres Hauses war dank fachkundiger Hilfe ganz einfach. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen, sind wir, das Immobiliencenter der Sparkasse Zwickau, der richtige Partner für Sie. Wie ermittle ich einen marktgerechten Preis, der nicht zu hoch und nicht zu niedrig ist? Wie finde ich heraus, ob der Interessent sich das Haus überhaupt leisten kann? Und wer kann mich bei all diesen wichtigen Fragen
sinnvoll unterstützen. Da kaufen Sie keine Immobilie, wo Sie mit uns gesprochen haben. Dank der Sparkasse Zwickau kann ich mich jetzt voll und ganz auf meinen neuen Job konzentrieren. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen erwartet uns noch einmal ein ähnlich schöner Tag wie heute. Bei hochsommerlichen Werten um die 28 Grad scheint den ganzen Tag über die Sonne. Erst gegen Abend ziehen Wolken ins Sendegebiet, aus denen es gelegentlich regnen kann. Der Donnerstag beginnt dann bedeckt. Am Nachmittag lässt sich mit viel Glück auch die Sonne wieder blicken. Das Thermometer klettert im Laufe des Tages nur noch bis auf 20 Grad. Der Freitag kommt dann wieder freundlich daher. Den ganzen Tag über scheint die Sonne und das Thermometer klettert bis auf 22 Grad. Am Samstag erwartet uns eine ähnliche Wetterlage. Den ganzen Tag über strahlt die Sonne von einem stahlblauen Westsachsenhimmel. Die Tageshöchstwerte liegen um die 22 Grad. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Ein kleiner Tipp noch an Sie. In 100 Tagen ist bereits Weihnachten. Also freuen wir uns schon einmal drauf. Ihnen jetzt einen wunderschönen Abend und bis morgen zu Ihrem Abendmagazin Tagaktuell. Machen Sie es gut.